Moin, moin, Leute. Ja, dann begrüße ich euch mal wieder zurück bei Final Fantasy VII. Hier sind wir stehen geblieben im letzten Video. Und ja. Ja, erstmal einen Schluck Kaffee. Wir haben uns jetzt bei Aerith rausgeschlichen und wollen jetzt zu den Sektor 7. Und hier sollen auch wieder ohne paar Monster am Start sein, angeblich. What the fuck? Hier geht's nicht weiter, okay. Ja, mussten Aerith leider zurücklassen, weil die Mutter ein bisschen abgedreht ist. Ah, jetzt weiß ich sogar. Mir ist es vorhin nicht eingefallen. Aber das war ja über so eine kleine hügelige Leiterlandschaft. Irgendwie so. Lol. Genau. Das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Oha. Ja, genau. Also da kann ich mich noch dran erinnern. Sehr geil. Boah, ich bin ja jetzt schon wieder hin und weg. Ach Mann, Alter, man möchte mit dem... Oh. Trophäe erhalten für Kapitel 8. Sehr schön. Ohne Scheiße, man möchte einfach gar nicht mehr aufhören, das Spiel man zu kann den spielen. Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Genau. Was ist da, wo die Platte runtergekommen ist? Sehr interessant. Ah, auch die Sounduntermalung, Alter, es ist so stimmig einfach bei dem Spiel. Ich liebe das Game, Alter. Ah, ist das herrlich. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier.
habe ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Die Abkürzung. Okay, Aris. Aris möchte mir ihre Abkürzung zeigen. Ach, Alter, man taucht hier so richtig ab in das Spiel. Das ist so geil einfach. Die Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hm? Auf Nummer sicher. Verzieh dich! Sehr gut. Es ist auf. Was ist das? Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Mega süß. Also, er ist schon kaputt. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Den Arm heben und den Arm rotieren lassen, er es aufnehmen und absetzen. Hier rauf. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Wir sind oben. Ja. Hey. Nanu? Ach, egal. Aber so darf's weitergehen.
Ach, herrlich. Die Arrows ist so erfrischend. Warte. Oh. Er ist aufgewacht. Mal noch mal gucken, was war hier Phase. Auf Lift wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, Aerith. Was ist jetzt hier Phase, hä? Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Ah, herrlich. Jetzt wieder hoch. Okay, hier liegt nichts, alles gut. Hm. Da können wir gleich wieder runtergehen. Mhm. 1000 Sil. Nice.
jetzt hier oben weiter oder da unten? Wahrscheinlich da oben. Hier kommen wir nicht weiter. Kein Problem. Ich wollte ja nur gucken, ob es hier eine Kiste gibt. Natürlich für den Deckel. What the fuck, Alter? Jawohl, wo kann ich ein paar Heiltränke? Oh ja, eh uns nicht mehr. Dann noch ein bisschen eher. Ja, wobei da können wir auch mal was Besseres gebrauchen, lange oder mehr. Wieder so ein Greifarm. Und da unten ist eine Materie. Ach, warte. Hä? Versuch mal diesen Kon. Nee. Wie wäre es eigentlich, wenn ich einfach mal runtergegangen wäre? Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Ach. Hier! Hä? Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud. Ja,
So, muss ich mit Aris machen. Einen Moment noch. Hat jetzt erst gemeint, man könnte gegebenenfalls geschafft mit Cloud dann da noch hingehen. Stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Yo, man. So. Gibt's hier noch was Feines? Nicht wirklich. Ah! Das ist er hier. Alles klar. Okay, und deswegen werden wir da nicht hingekommen. Alles klar. Hier lang, hier lang! Jetzt da reingegangen. Cloud, bitte nicht so schnell. Ist gut. Ja, wäre das jetzt gar nicht der Weg gewesen, oder wie? Gaumächtige. Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzumühlen? Genau, das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was ist denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben. Hä? Bis aufs Hemd. Die tragen doch gar keine Hemden. Voll denn. Das ist so eine Art von, eine Kompensation. Ach so, genau, du meinst das als genau, Metapher? Genau. Genau. Was für Idioten. Ich leg los.
Feuer immer, oder nicht? Coole Typen. Jetzt oder nie! Wir türmen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Weiß ich, wahrscheinlich geht es hier sogar offiziell lang. Ich weiß ja nicht, wo Alice dahin wollte. Wenn ich dann doch bloß vor so hinter Iris hinterher. Wahrscheinlich ist sie nur dahin gelaufen und man hat dann gesehen, ja okay, da kommt man nicht weiter. Wir werden ziehen. Und Iris wollte nicht da runter quasi, sie ist ja hier nach oben gelaufen und. Okay. Passt aber, hier gibt es so ein Verkaufsautomat. Und eine Mucke. Cool. Cosmo Canyon. Die Schutzreif, magische Armreif, Titan, Schwarz. Okay, haben wir auch schon alle. Und da, Liederschutz. Achso, ja gut. Ach scheiße, dann nehmen wir mal einfach mal einen mit, den wir dann in unserem Inventar haben. Dann haben wir zumindest alles einmal. Na ja, okay. Placken wir uns hier nochmal hin. Muss ich die jetzt mal eigentlich nochmal besiegen dann oder was? Aber an die kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Oh, schau mal hier, ich hab ja gar nicht gesehen. Hier laufen Mäuse rum, Alter. Und Eris erschreckt sich gar nicht. Sehr, sehr untypisch. Mm-mm.
So, Hobby jetzt laufen. Tack, tack, tack. Hat ja doch noch gelungen, dass wir da oben hochgegangen sind. Kommt schon! Ja, Leute, no chance. Nice! Kann man das eigentlich auch nachvollziehen? Eisra, Viagra, Vitaga, nicht Viagra. OMG, Alter. Okay, die beiden steigen auch bald auf. Hier kommt man da nicht durch, ne? Nö. Danke. Hä? Was geht hier ab? Da hinten ist eine Materie. Das Container aufnehmen, absetzen, Achtung, was hier drin, bla bla bla. Okay. Wie komme ich da jetzt an die Materie? Das ist die Frage.
Hier lang. Na dann los, ey. Hol dir die Materie. Nice. Und? Okay. Dann muss ich den noch mal angreifen, da. Der mag ja noch nicht los, Leute. So echt sauer. Yo, man.
Oh, hopp. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Oh, der Exodus. Was war hier noch irgendwie? Nein! Boah, fuck, Alter. Achso, nee, von da bin ich ja gekommen. Boah, ich wollte gerade sagen, Alter. Das wäre mega bitter gewesen, wenn ich jetzt da nicht drin gewesen wäre in dem Schacht, weil die Leiter da unten runtergeht. Na, klappt's jetzt? Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Mach dir nichts draus, Klaus. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Na, kommen jetzt noch Paket, ne? So war es jetzt erstmal. Hey, ihr zwei Tunnel heute in Nacht! Wenn ihr hier durch wollt, wird euer Bauwegzoll fällig. Komm schon! Nice, Stufe 19. Boah, Gänsehaut-Feeling mal wieder. Puh. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst dran. Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er?
kenne ihn vielleicht. Alles okay? Geil. Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Zeit zum Abschied. Lol. Schön, erstmal ein bisschen. Ah, kann man noch schaukeln? Nee. Nun gut, Eris. Warte, ich schaue hier nochmal kurz. Oh, was ist hier? Reifen laufen kann auch. Was geht hier? Ah. Na gut. Eris. Voila. Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Also dann, willst du los? Nein. Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja, okay, muss ich ja. Kann ich jetzt nicht noch hier rumeiern? Gehst du? Mal sehen, ob ich nochmal. Noch nicht. Von mir aus kannst du dir gerne etwas Zeit lassen. Gehst du? Ja, okay, gut. Passt. Ja. Oh. Oh. Höher! Tiefer! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst! Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja, los! Nichts da! Du musst ihr helfen!
Ach was. Die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Ach, jetzt komm! Gut. Da ist die Eris wieder in der Truppe. Und ich mache erstmal wieder mal ein Break. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß mit Final Fantasy. Jo. Also dann, haut rein. Servus.